Segel. Achso. Also hier ist noch der 135er Spino. Da kannst du ja gleich noch zwei von den genug. Ködern genau. bauen. Brauchst du noch irgendwas dafür? Nee. Ich zapfe nur noch eben Blut ab nochmal. Also zwei konnte ich machen. Hm. Hast du eigentlich irgendwo einen Schlafsack platziert eben? Nein. Scheiße. Okay. Oh, ach schon, wir brauchen keine Schlafsäcke. Nee, gibt's bestimmt irgendeinen Spawnpunkt in der Nähe. Wenn ihr ankommt dort, ist das Ding in der Base drin. Wir wissen ja nicht mal, wer das jetzt halt gezähmt hat. Ob das halt die Wolf Riders waren oder ja, ob das ich halt gehe von aus, dass das die Dings waren. Die Nachtschatten. Also Nachtschatten, ja. Ja, aber die können wir snipen auf dem Weg. Also solange die nicht so mutig sind und mit dem Floß fahren, kriegen wir die weg. Vielleicht. Mhm. Weil die brauchen ja ewig, bis an deren Base, Mario. Also die brauchen ja wirklich ewig. Das ist ja die Frage, ja, wird wahrscheinlich erst an der Seite vorbeilaufen. Ja, aber so. Ob sie halt auch wirklich so einen langen Weg auf sich genommen haben. Die Biester? Bitte? Wo sind denn die Biester? Na links aus hier lang. Bei mir. Ich habe gerade den Allo getötet und mit ihnen beiden. Ich komme zurück. Ah, da ist der Rex, okay. Also einmal den Rex und den Spino. Wo ist denn der Spino? Der ist rechts am Sumpf. Also ab jetzt die Augen offen halten, weil wir sind gleich im Feindesland, Hani. Ja. Wir müssen nur jetzt auch hier Damage machen. Ja, ich trinke noch was, dann komm vorbei. Am besten alle Viecher hinter die Base, nicht, dass da wieder was passiert. Weil da vorne ist die Wolfrider Base. Wir können einmal da an der Küste lang vorfahren und gucken, ob die da zufälligerweise mit der wir Schiff machen jetzt Sightseeing hier. Mhm. Leider ohne Fernrohr. Hätte ich Kristall. Nee, das wurde mir geklaut worden vom Pegasus. Ach shit, ja, da war ja. Aber es macht nichts. Aber da ist ein geiler roter Trike. Ein rot-grüner. Cool. Er hat es, glaube ich, schon gespottet und wird jetzt gleich aggressiv. Oh, ich fahr mal ein bisschen aufs Meer raus. Ja, er kommt schon zu mir. Okay, leuchtet. Das ist ein Giga, oder? Nee, das sind Rexe nur, glaube ich. Auch nicht weit weg, oder? Ob das Wasser hier reicht? Doch, eins ist ein Giga. Stimmt, in der Mitte. Alter. Ja, schön die Augen offen halten, ob du... Oh, verfolgt uns gerade. Ich hatte gerade irgendwie bei mir in der Kamera hängen. Ich auch, also irgendwie war da gerade so ein komisches Bild. Hol mir den... Pari da hinten, 150. Ja, was wohnt denn bei denen hier? Ey, die haben ja auch Spaß dann hier. Garstig. Schildkröte, wo bist du? Ich will dich töten. Sollten wir nicht nebeneinander stehen, wollte ich gerade sagen. Oh, ich höre es poltern. Oh mein Gott, oh, lauf, lauf, lauf. Ja, er dreht wieder um. Auf die Map spinsen. Dann nochmal getroffen. Ich glaube, wir werden weiter nördlich langfahren sollen. Der muss halt schon in Reichweite sein, sonst sagt er nämlich hier, bist nicht wert. Jetzt. Aber rechts hier wohnt noch niemand, genau, was er gerade frisst. Also, warte mal. Ich weiß halt nicht mehr genau, wo genau der ist Bereich auch war. Wo die Leute jetzt wohnen. Keine Ahnung. Lauf, lauf, lauf. Ich hab die Koordinaten nicht im Kopf. Ich auch nicht, leider. Ja, bin ich lahm. Sehr gut, dass ihr gerade gegen den T-Rex kämpft. Das hilft mir bei der Zähmung des Paris hier. Okay, er dreht wieder ab. Ich hab leider keine Pfeile mehr. Aber die Karte ist immer noch sehr groß, ne? Gleich, obwohl die eigentlich klein ist. Ja. Ich finde auch. Leider zu groß ein bisschen. Ja. Wir kennen sie ja noch nicht. Daran liegt es. Hier beide. Okay. Ich meine hier nur, dass durch die große Größe von der Karte einfach die Chance, jemanden durch Zufall zu treffen. Also müssen wir aber gleich haben. Das ist echt schade. Ich Schrei. Oh, da ist ein Trodon am Strand. Oh, oh, oh. Lauf! Ey, warum haben die nur fiese. Also wir nur fiese Viecher im Wasser und hier ist alles ruhig, ey. Das gibt's ja gar nicht. Also, ey, hier ist nichts im Wasser! Oh mein Gott. Ja, irgendwie ist hier wirklich. Okay, dreht um. Ja, aber sobald ich nur eine Fußspitze reinhalte, kommen wieder 20 Piranhas. Unimpressed, das kann er nicht. Wollte gerade sagen, also bei uns. Du musst näher ran. Du darfst nicht zu weit weg sein. Ich war gerade voll nah dran und dann kam die. Okay, ich bin weg. Palmen voraus. Hat hier tot. Einmal zugehauen. Alter, der muss ja fast down sein. Aber selbst wenn die Meldung kommt, irgendwann geht's ach, trotzdem. Scheiße, also das stackt sich immer noch weiter. Ach so, Anni, wir legen mal kurz an, dann kannst du einen Schlaf. Erst blau, nicht mehr schießen. Ja, mehr schießen. Ja, sehr gut. Wir haben bald irgendwann die ganze Map voll gespammt mit Schlaf. Shit. Ich hab noch Fleisch. Geh meine Leiche. Das für ein Tier. Ich hab noch Fleisch. Ich bin auch da jetzt. Das ist ein Baumwaran. Mann, da ist ein einfach hier nehmen. Ja, aber das ist gut. Das oh, da ist direkt ein Park. Anni, ich sehe hier Parkmauern, ja. Da, komm mal her, das ist der Wolf Riders Park. Das ist der Wolf Riders Park. Ich hab Fleisch. Der hat gerade eine Leiche gegessen. Dürfen wir jetzt hier schon PvP machen? Nee, wir dürfen die Mauern nicht sehen.
Die Mauern dürfen nicht sichtbar sein. Mal vorne Füße werfen. Das heißt, es wäre jetzt zu nah dran. Der gönnt sich das direkt. Also sprich, wir dürfen auch ohne Gefahr langfahren, ohne dass sie uns attacken, richtig? Ja. Das ist der Plan, ja. Ihr könntet doch davor stehen bleiben. Ja, genau. Oh, mit Ingame Räuchchen rumbrüllt. Oh, der macht mir Ärger. Oh nein. Aber wenn wir dem helfen, dann steigt das wohl, ne? Ach, jetzt kämpft er gegen meinen Pachy. Ach Mensch. Der ist halt jetzt schwund. Mal guck mal, was die hier vor der Base zu stehen haben, ne? Sind die gezähmt? Nee, ne? Nee. Warte, ich spring's mal. Mario, du musst helfen. Ich kann grad nicht. Nee, dann muss den Pachy wegmachen, sonst. Ekelhaft. 150er Pachy, ey. Was? Dodo, was? Gott, das ist wieder alles gezähmt. Was war das denn für eine Nachricht? Ey, wir müssen den Pachy wegmachen. Ja, ich gehe jetzt im Nahkampf einfach hin. Ja, der Pachy ist weg. Ach, der ist auch im Zähmmodus. Ja, na klar. Oder ist der nur angezeigt, weil die gegeneinander kämpfen? Feels betrayed. Aber die Map gefällt mir oft. Ja, das ist nur der. Das ist egal, oder? Ist halt ziemlich wässrig. Aber ist okay. Ach, ich mag's, du. Also lieber zu feucht, ne? Als zu okay, voll, der rollt ab. Dann macht er halt weniger Spaß. Da rauf ein Schluck Wasser. Da kommst du auch nicht hinterher. Bleib doch mal stehen. Wegkommen. Jetzt frisst er noch ein Dodo. Bei uns war was im Wasser, mein Panuka gerade. Was Großes? Oh, da sind die Parkmauern. Da dürfen wir nicht rein. Wir dürfen nicht rein. Wir müssen ein bisschen umbiegen. Nee, ich fahr nicht rein. Aber wir können. Reinspringst. Da ist ein Floß. Sie haben da ein Floß. So, Fernglas raus. Mario, Hero, wie weit seid ihr mit dem T-Rex? Ist jetzt gleich fertig. Also, muss ich sagen. Am Wasser weiter lang unten. Wir haben bestimmt die Schildkröte reingebracht. Ist ein 135er Giga. Oh, schön. Pff, alter Schwede. Ja, dann mache ich nochmal eben so einen Rex-Arm fertig, oder? Na ja. Ah ja, warte, soll ich dir das Fleisch hier droppen? Mario? Erik steckt gerade neben dir rum. Oder Erik? Dann drop ich dir das. Okay. Baller dem das Alex! Ja, ja, ich hab's auch gelesen. Ja, ja, Alex! Baller dem das einfach vor die Füße ab und zu mal. Das, was da im Wasser war. Das ist ja gleich für dich. Na so, er hat zwar recht, aber ich spreche es jetzt lieber nicht aus. Nee, dann kriegt man Ärger wieder. Echt hier. Mal, ne? Solche Sachen irgendwie nicht im Mund. Das war der Hobbit, Fuß und Clemens. So, und immer wieder streicheln, ne? Oh. Wir haben nur Haare gesehen, mehr nicht. Oh Gott. Oh, herrlich, ey. Gleich. Guck mal, da liegen Gerippe rum. So, also, wenn wir jetzt hier wären, hier dürften wir jetzt PvP machen. Der ist nicht mal die Hälfte. Auf dem Wasser. Ja, sagen, der hat bei 30% oder so. Wasserschlacht. Geil. Dann dauert das wieder so lange auf einmal. Oh, ich glaube, die haben die Schulkröte vorher nach Hause gebracht, du. Ja, wahrscheinlich waren sie es wirklich. Naja, aber jetzt wissen wir, wo sie sind. Und wir wissen, dass sie ein Floß in der Base haben und dass sie auch einen Zugang zum Wasser, also direkt haben. Jetzt bleibt da stehen. Und wir haben jede Menge Kampfmonster. Ja, wir haben heute so viele, also so viele Dinosaurier gezähmt und vor allen Dingen auch nur Sighting gezähmt. Ja, vor allem mal, was kämpfen kann, ey. Ne, Birgit. Ob wir in den Süden müssen, Panuka? Birgit und Birgit ist ja schon draufgegangen vorhin, die erste. Ja, Birgit, die erste ist draufgegangen. Ja, ja, das war aber kein Dodo. Das war Fake Birgit. Fake Birgit. Wer kennt sie nicht? Ich brauchte halt eine Birgit. Jeder braucht eine Birgit. Ich brauch eine Heide. Oh, hier ist ganz schön kalt, Clemens. Guck mal. So klein mit Hut. Nichts mehr zu sehen. Ja, keine Sorge, Jos. So, groß genug. Kristall und Blut. Sonst haben wir alles. Huch, bei mir sind gerade. Ja, könnt ihr mich noch hören? Ja, ja. Fragezeichen? Ja, ja. Ah, okay, ja, weil mein Steam hat sich gerade neu gestartet. Bei mir kommen gerade 1000 Meldungen unten rechts. Ich sehe auch immer nur Meldungen, immer Mario startet das Game, Clemens startet das Game. Ja, ja. Anni. Hatte ich gerade 9 Meldungen auf einmal. Okay, ist ja abgefahren. Weil irgendwas ist hier, irgendwas. Aber der ist halt schon echt angeschlagen, unserer Rexy. Der dritte Tribe Panuka, der ist. Ah, der müsste sich jetzt heilen. Der Anki ist, macht den halt kaputt. What the fuck, was geht denn da, Anni? Guck mal vor die Reichsschlacht. Rechts. Warte. Alter! Na komm, halt mal mit dir. Achso, what? Krass! Auf den raufschießen, das gibt nochmal 10 Fortschritt. Geil. Ja. Alter. Nee, ich fahr wieder. Aber das sieht geil aus. Es sieht geil aus, aber ich hab Angst. Oha. Oh, dann. Schneide ich mir noch. Aber ich hatte schon ewig keine Meldung mehr, dass Rare Sightings gespawnt sind. Ja, komisch. Na, also aktuell sind nach meinem Stand sind alle tot, die es gibt. Ja, stand da irgendwie 0 oder so. 0 getrackt.
Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja, mach mal. Taming-Fortschritt ist irgendwie ein bisschen runter hier bei dem. Ach, weiter geht die wilde Tour. Ja, das war wahrscheinlich ein Damage gekriegt, aber es macht nichts. Hauptsache, wir kriegen ihn überhaupt gezähmt. Ich komm mal kurz Haare schneiden, Leute. Ich kann nur entgegenkommen. Hiro, unser Friseur, ey. Auf jeden Fall. Ja, oh, guck mal, da ist ein Tapejara. Oh, Mario, ey. Rasier mir die Beine. Oh, dein Gesicht. Okay, den Bart lasse ich bei dir ab jetzt dran. Arsch. Ja, wir könnten ja noch irgendwas zähmen hier unterwegs. Aber ich habe gar nichts mit. Ja, ihr müsst doch langsam zurückkommen, ne? Ja, wir müssen langsam zurück, das stimmt. Ja, ja, wir sind gleich. Auch nix, okay. Also wir sind auf dem Rückweg, alles gut. Ja, du hast mich vorhin ja rasiert. Das sieht voll schön aus hier. Ist leider nicht so schnell. Gehen wir aufs Volle, Anni? Ja, ne? Ja, klar. Bei der Heimtour. Aber das sieht voll geil aus hier, das Biom. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Echt? Ne, diese eingeeisten... Ja. Bäume hier, ja. Bäume und Palmen, ne? Die Palmen sehen halt auch mega geil aus und eingefroren. Das ist ein Park Petri, der grabbt uns. Das war kein Tapejara? Ja, stimmt, Mensch, das Spiel wäre auch in seiner ersten Folge. Ja, der wurde direkt von Petri gegrabbt und aus großer Höhe fallen gelassen. Nanuxaurus! 35, 30. Ja, der ist direkt hier, oder? 35, 30. Warte, also, ich weiter oben. Ey, einfach nur nach Norden. Guck mal, ich hab mir was mitgebracht. Oh, Clemens, wir sind direkt da. Alter, machen den, jetzt? Den Ach, das gibt einen Assist gleich hier. Ja, aber wie kriegen wir den denn? Wir haben alles mit. Das ist ja cool. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Berry Bags. Ja, aber die kann man leider nicht unterwegs bauen. Auf meine Damage-Pfeile. Tja, oder wir bringen ihn dann einfach um, damit ihn kein anderer fangen kann in der Nähe. Ja, oder wir warten einfach hier, ob die anderen kommen. Stimmt. Ob der Spielberg kommt oder Fievel. Ja. Wir wissen aber auch nach Hause. Hier drin. Kannst du den mal kurz wegzoppeln irgendwie? Ja, aber wir können doch auch ansonsten Anfang nächste Session nach Hause. Ach so, aber die werden den jetzt eh nicht mehr holen. Das schaffen die ja gar nicht mehr. Und Anfang nächste 50, Session ist er ja weg. Auch noch einer. Stimmt. Ja, aber wir schaffen in der Zeit eh nichts mehr zu tamen. Also wir brauchen das jetzt gar aber nicht. Aber 50, 30? Ja, gut, nee. Ist aber. Ja, wir kommen dran vorbei, aber zähmen können wir nichts. Oh, hier rum. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil sonst ist der Giga das nächste Mal weg. Ja, ich habe jetzt einen Rexarm. Wir haben nur noch einen Rexarm. Nennen wir denn unser sexy Rexy? Keine Ahnung, Bertha. Meinetwegen können wir los. Sollten vielleicht mal vorschlagen, dass man diese Zähmstation, also das Ding, wo man die Köder baut, ob man die unterwegs bauen darf. Wir könnten es anmerken, aber ich meine, das macht es schon einfach. Also es macht es wirklich einfach. Ja, ich finde es so eigentlich ganz gut. Eigentlich, weil die gammeln ja nicht so schnell weg, die Dinger. Eigentlich kann man das gut mitnehmen auch alles. Ja, okay. Also eigentlich das ist halt... Es würde es halt wirklich ziemlich leicht machen. Weil das Problem ist, die Zähmstadt, dieses Bauding, da brauchst du wahrscheinlich wieder irgendwie eine Foundation oder irgendwas, keine Ahnung. So, wo denn? Was denn? Du wolltest ja gerade noch was zählen, oder? Na, den Giga. Unten rechts da, Wasser. Oh, haben wir dann einen zweiten Giga? Einen dritten. Was? Ja, wir haben ja alles am Start. Oh, aber ey, wir müssen nach Hause, ich muss mir das noch angucken, das muss der Stream noch sehen. Ja, wir sind gleich da. Geil. Also, sofern wir nicht weggesnackt werden unterwegs. Ja. Na, weil wir sind gerade wie, also gleich bei dem bösen Meer, wo die ganzen Viecher waren. Ich meine, wir könnten auch laufen. Ja, aber ihr seht schon wenigstens was Schönes von der Karte. Ach, ich sehe von der Karte gar nichts. Wir könnten ja nicht mehr mitkommen können, mein Lieber. Nein, naja, das können wir Sumpfhütte nutzen dafür. Achso, ja. Hat eben gut funktioniert. Die Sumpfhütte? Ja. Na, dann gehe ich das nächste Mal mit dir einen Ausflug machen. Der guckt dann oben drüber und man kann dann einfach den trotzdem mal aufknallen. Ganz gut. Das ist 90er Rexy vorne. Blaze, wenn Frauen deinen Bart sehen, denken sie, das ist Jesus und schön. Erik oder Balu, ihr seid ja eine Base, ne? Oh je. Bin eine Base. Ja. Wollt ihr den 90er Rex mal weghauen, unten am Wasser? Ja, nehmen wir dann aber die Giganotus zu, ne? Ja. Ja, ja. Dann haben wir auch wieder ein paar Arme. Genau, ich geh mal hin. Wo jetzt? Na, da wurde ja Giga, wo du den gesehen hast. Alles klar, okay. Also rechts am Wasser. Okay, ja. Sollen wir schon mal drum rumschleichen, oder? Weil er verfolgt uns dann ja ewige Strecken auch. Das ist eigentlich ganz geil. Geradezu ist er. 135, was ist da hinten? Spino, der Spino ist immer noch da, der 135er. Gegen was kämpft der denn gerade? Gegen Terror? Ach, Terror war uns ja schon. Terizino. Das ist aber ein anderer, oder? Der andere war 100, glaube ich. Nee, der 135 war die ganze Zeit schon da. Ja. Jake, warum Spielbär eine aufgeklärte Map hat? Naja, die mussten ja alles Mögliche vorbereiten und die sind ja schon eine ganze Weile bei Hope unterwegs. Das ist ja immer so, wenn du halt eine Map schon gespielt hast, in einem anderen Spielstand, dann ist die ja auch woanders aufgedeckt. Die ist ja nur nicht aufgedeckt, wenn du tatsächlich Ark neu installiert hast und deine Dateien nicht mehr hast. Also von daher. Vorsicht, der Rex kommt von links. Hätten wir ja auch machen können. Oh, er kommt. Erik, kannst du den T-Rex bisschen hierher locken? Ja, das hat der gerade zu, der in deinem da ist wer. Ist, oder? Hä? Ja, ja. Ach so, ich hab nicht verstanden.
Baloo ist das, glaube ich, hier, oder? Mit dem Bier? Der Baloo. Nee, nee. Ist doch der Rex. Das ist nicht unserer. Hä, das war aber grüne Schrift. Ist da jemand bei dem ja, Omega Rex? Das ist, hier. Ist Baloo? Ja, ja. Das ist unser Tier, ja. Nee, hey, was? Bei den Omegas? Nee. Also hey. Beim Omega läuft ein Tier von uns rum. Ja. Also ich sehe geradezu nur einen Giga. Ach, das lebt noch? Ja, der Rex ist ja. Rechts. Ey, lass uns das mal einsammeln. Lass uns das mal einsammeln. Ja, ich zieh den mal zum Strand. Viel Erfolg, Anni. Ich lass dich am Strand ab. Du machst das. Weg hier. Der. Oh, Erik, pass auf, der Giga. Weiß doch die Reichweite. Ja, ich meinte. Ach. Ja, wir können den Edmonto jetzt nicht retten. Der haut ab. Was ist los? Na gut. Ja, ich meine, der Edmonto verfolgt den. Also. Bring den mal hinten rum. Ja, ich bring den gerade hinten rum. Wenn wir hier alle durcheinander reden, verstehe ich nichts. Das tut mir leid. Ja, klar. Nee, das geht aber jedem so, Balu. Ja, wir sollten jetzt hier gerade einen T-Rex erledigen und ich sehe den nicht mehr. Der ist immer noch hinter dem Felsen. Hinter dem Felsen. Wir sehen uns gerade zu, Tiger. Ja, bloß dann da zieht die Aggro von dem. Ja, dann geht doch hinten rum. Ja, oder so. Jetzt hat er mich wieder gestunt. Oh, der Giga, Clemens, hinter dir! Ach, der kann das nicht. Hinter dir! Alter! Anni! Ja, klasse. So viel dazu. Ja, warte, ich fahr weiter aufs Meer. Ja, einfach schwimmen. Der kann nicht weit... Nein, nicht aufs Land zuschwimmen, Anni, ins Wasser rein. Aber er hat... Okay, tschüss. Er hat von dir abgelassen. Er ist gerade in andere Richtung geschwommen. Nee, er ist noch da. Okay. Aber ich hab nicht so viel wahnsinnig Wichtiges. Ich spawn zu Hause. Okay, dann... Ja, aber wir sind auch direkt zu Hause, Anni. Das ist doch super. Also, wir sind da, wo wir die ganze Zeit Metall gefarmt haben. Hinten, anderen Rexi, da hinten ist noch ein 25er, der kann auch noch wegmachen. Oh. Auch ein Arme. Hallo. Aber ich guck mir mal an, was jetzt hier los ist. Mit Ziege. Das ist schwierig. Na komm, dann hier den. Was ist mit den 135er Giga? Ja, den wollten wir holen. So, Mario, was sagst du? Gut. Ja, hier hinten. Problem ist, wir brauchen halt den, die Hütte da hinten. Aberration. Die Mega-Zwerg fragt gerade, ob die Aberration-Höhe samt Inhalt zugänglich ist oder ob das spielwertige Schwert hat. Keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, nee. Dazu haben wir keinerlei. Das können wir ja gleich im Anschluss klären. Wir haben ja gleich noch das TS-Meeting quasi mit den anderen Tribes zusammen, genau. Wie beim letzten Mal schon zusammen. Oder ist der Spino gerade zu? Ich kann die Frage, ob wir den Spino machen wollen. Aber der ist beim nächsten Mal eh weg, also komm, hau weg. Weghauen, ne? Segel brauchen wir auch noch. Ja, hau weg das Zeug. Wobei die geil wären für Überwasserfahrten, ne? Ja, aber... Aber das schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Ja, wir können den Spino halt probieren, aber das wird wahrscheinlich nichts. Ja, ich schieße einfach mal so ein Ding hin. Dann wobei, ich muss dann weg, aber mit dem... Ich zieh jetzt mal die Viecher wieder weg hier. Ja. Boah, die rennen aber hier wild durcheinander. Ja, weil ich gerade Akku war. Wenn wir die Ziege an den Indominus Rex verfüttern können. So. Boah, das wäre voll geil, wenn man den damit zähmen könnte. Also so als einzige Zähmquelle. Oh Mann. Das wäre doch witzig. Ja, ist doch wie bei Jurassic Park, die Zähne mit der Ziege. Ja, ja. Deshalb ja. So, das wäre halt ein mega Brüller. Ja, ich würde warten, bis die weg sind, damit wir da hinten zur Hütte kommen, oder? Nee, komm, wir machen den Spino jetzt. Okay. So, also der Pro-Gamer ist gleich auch wieder in der Hütte. Mhm. Scheint es zu fressen, oder? Naja, der kämpft gerade gegen einen Oviraptor. Aber haben wir doch einiges von der Karte gesehen, Anni. Also ich finde auch. War trotzdem cool. Ja, ich fand den auch. Was passiert, wenn er den weg hat? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Kann man die nochmal aufheben, die Trophäen? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Aber es liegt ja da direkt. Also, da eigentlich noch passen. Kann der mal den Oviraptor töten? Sag mal, das ist das auf der Giga kommt links. Schlecht, der trifft den ja nicht. der spaziert ja ganz normal rum. Hallo? Mal snipen oder so. Was macht der denn da? Oh, er kommt zu dir. Ui. Er kommt zu mir. Au. Komm, hau weg. Au. Hau weg. Hallo, hau weg. Ja, ich komm. Du rennst vor mir weg. Eieiei, da ist er mittendrin, ey. Ja, jetzt hat er mich auch erledigt. Naja, ist egal, die müssen das eigentlich machen. Gigas regeln das. Ja, das schaffen die schon. so, super, ey. Baloo, Hilfe! Ja, ich renne in die andere Richtung. Nee, weil ich den wegziehen wollte. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ja, töten, hab ich doch gesagt. Ja, da hatte ich aber noch keine klare Anweisung bekommen. Hallo? So, welcher Giga hat den Kamm aufgefressen? Keiner. Schade. Ja, kannst du mal das Ressource-Harvesting ausmachen bei den Viechern?
Ja, und dass die Größe von den Dinos in Ark allgemein und gerade dieser Mod nochmal speziell natürlich nicht historisch genau ist, das ist uns, glaube ich, allen klar. Ja, aber das macht ja auch gar nichts. Gerade das Beispiel Giga. Nö, ich wollte gerade sagen, also im Spiel ist doch echt, echt Wumpe. Ja. Ich meine, ich spiele ja nicht Ark, weil ich naturgetreu Dino sehen will, sondern ich will geile Dinos sehen. Furchteinflößende, auf jeden Fall. Ja, stimmt doch. Nee, das also, ja. Keine. Dinger weg. Aber hier leuchtet es doch von mir. Ach nee, warte mal. Steht ja auch hier. Finger weg von meinem Sack. Bitte. Was? Schade. Aber ich wollte auch mal. Nachher darf jeder mal. Ja gut, ist jetzt eh gleich vorbei. Ja, komm, dann machen wir den Rex hier vorne noch. Bauen? Ja, irgendwas wollte ich gerade bauen. Bin gerade verwirrt. Ja, ich hoffe, also, ich habe schon mal neue Berry Bags gebaut. Ich hoffe, dass mir das Schlitzel reicht, ne? War du? Ja, Master Freeman. Du bist auch tot, ne? Danke fürs Reinschauen. Ich hab dich nicht verstanden. Du bist auch tot. Ja, ich hab meine Sachen aber schon wieder geholt. Ja, dann komm mal mit hier vorne. Mach mal den Rex noch schnell, bevor der das nächste Mal weg ist. Einfach hier an der Mauer lang. Der Mauer lang. XP sammeln hier. Ja, ich glaube, wenn wir da irgendwie mal so einen Rex als Reittier hätten oder so, wäre schon gar nicht so schlecht. Aber, aber Jake, also, geradezu da, einfach. Ja. Gib ihm. Ich meine, das ist ja eigentlich jedem klar, dass seine Map offen ist, so, oder zwangsläufig offen ist. Ich meine, wir hätten uns hier die Karte auch schon vorher anschauen können. Ja, das ist jetzt auch kein Riesenvorteil. Sondern wäre unsere Karte auch offen. Also, ich wollte gerade sagen, ein Vorteil ist es nicht. Also, gut, es ist schon insoweit ein Vorteil, dass du genau weißt, wenn du Koordinaten hast, wo irgendwelche Canyons sonstiges sind. Du, bei uns ist jetzt zum Beispiel jetzt einfach ein Nebel rein, aber ist halt so. Hätten wir ja selbst... Ja gut, aber ich... Eben, einmal das so. Und zweitens gibt es die Maps auch im Internet als Bild, als JPEG. Und, dann habe ich auch nebenbei offen in dem Tab. Also, Vorteil ist halt relativ, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn der eigene T-Rex anfängt zu brüllen. Ja. Das klingt geil mittlerweile. Die Giganotos so auch. Die brüllen ja auch die ganze Zeit. Ja, wie der gerade zugestürmt ist auf den Rex. Cool. Also, Resource Harvesting hat nichts gebracht. Wo zähmt ihr denn gerade eigentlich? Ja, was Item? Nee, wir zähmen gar nichts mehr. Achso, okay. Warte mal kurz. Stopp. Ja. Mal kurz das Ding raus. Wir haben immer noch kein Dach. Und immer noch keine gesicherte Stelle hier für die Dinos, ne? Sag mal jetzt mal eine blöde Frage. Ich bin gerade nicht mehr auf dem ganz aktuellen Stand. Disabled Victim Item Collection. Gibt's jetzt schon Punkte fürs Optische oder überhaupt nicht? Nee, nein, noch nicht. Okay, alles klar. Ist ja auch noch nicht gesagt, dass es das jetzt überhaupt nicht. Ja, ich wusste halt jetzt nicht mehr, was halt rauskam letzte Woche. Warte mal, stopp. Vielleicht irgendwann viele Sessions weiter, genau, ja. Vielleicht. Alles klar. Jetzt das ist noch nicht ganz entschieden, wie das laufen soll. Ja. Okay, alles aus. Noch 4 Minütchen noch, ne? Denk dran, dass ihr nach Hause kommt. Mhm. Ja, wir sind ja im Park. Ja, okay. Spaziert noch der Giga rum. Ich glaube, bei mir gibt's gleich richtig geile Bacon-Burger, Mädels. Geil. Oh, ich hab Achso, das sind 2 Gigas. Das ist ein neuer. Was hast du gehauen? Ein Giga. Achso, ja, aber solange es der eigene ist, ist es egal. Also, hier im Felsen steckt einer drin und dann hinten weiter. Nee, so schnell nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den Jurassic Gigas ist. So, kommen wir jetzt mal hier langsam Richtung Heimat. Ja. Felsen ist der 135er, aber hinten ist der. Ja, ist egal jetzt. Wir gehen jetzt Richtung Base. Welche Taste war nochmal für die Emotes? Lass mal reingucken hier. Hallo! Achso, falsche Taste. Emotes, noch lange T drücken. Oh, ich weiß halt nicht, ob die das. Da ist wieder ein Giga? Der links? Nicht, dass die gleich. Nicht, dass die beim nächsten Mal hier mitten draufstehen. Ne? 95er Giga, soll ich den noch platt machen? Ja, klar. Ja, guck mal, wir haben 2 Gigas, einen Rex. Dann los, dann schnell. Wir können auch noch draufschießen für den Ja, ich bin überladen. Ja, beim nächsten Mal holen wir da mehr von den Viehzeug, also. Ja, Rex, nicht brüllen, angreifen. Danach kannst du brüllen. Der will halt nicht, ne? Oh nein, ne? Was habt ihr denn gemacht? Ah, ich hab mein Funkgerät gar nicht mehr auf dem Ding. Wieso ist denn der Giga vom Giga gestorben? Weil der einfach ein bisschen mehr Schaden macht, der andere wäre auch fast draufgegangen. Ah. Ist natürlich der Hellere gestorben, der Höhere. Klasse. Toll, ja. Glückwunsch. Er hat auch keinen Sattel auf, naja. Ja gut, ein Sattel gibt halt echt nochmal eine Dickrüstung. Ne? Aber 2 Gigahertz. Genau, ihr habt erstmal ein paar Leaks rumgehen, 5000 mehr ist schon okay. Ist okay, ist nicht weiter dramatisch. So, jetzt aber nach Hause hier. 140er Terry, können wir vielleicht nachnehmen. Nee, können wir nicht. Nee, ich würde sagen beim nächsten Mal, aber der ist ja schon weg. 3 Minuten haben wir noch. 3 Minuten noch.
Ja, und mach's gut, Tildo. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und vielen Dank. Aber ich muss sagen, ich hab's schon fast vermutet. Ich meine, die machen halt einfach mehr Schaden. Ja, ich habe in dem Moment auch nicht dran gedacht, dass ein Giga ist, ja. Das, also, der viel mehr Schaden macht. Wieso ist irgendwas passiert? Ja, das war dumm. Ja, ein Giga ist tot. Was? Ja. Leider. Ja, tut mir leid. Der andere hängt. Ach, mach doch nichts, Balu. Ganz ehrlich. Passiert. Verluste gibt's überall. An jeder Front, also. Aber dafür habe ich ein ganz, ganz wertvolles Wüstenschiff getamed. Ja, das haben wir schon gesehen. Sehr cool. Damit können wir dann durch ein Wasser durchlaufen, weißt du? Das ist so groß. Er kann zwar nicht kämpfen, aber laufen. Laufen. Aber der eine ist aber auch schon richtig gut gedamaged. Ja, oder sind wir wäre fast aufgegangen. Ja. Die Schildkröte, wie ihr hier eingekerkert habt, ey. Ja, die muss da halt drin stecken. Alter, wie mies. So. Clemens, jo. Du siehst aus, als hättest du dich schon 5 Jahre nicht mehr rasiert. Ich hab mich auch 5 Jahre nicht mehr rasiert, du. Aber das Wüstenschiff hat wesentlich mehr Leben. Hiro hat mich schon wieder nebenbei hier rasiert, wa? Ich laufe schon wieder mit kurzen Haaren rum. Oh, jetzt kann man meinen Helm auch wieder sehen, geil. Ey, das Wüstenschiff hat wesentlich mehr Lebenspunkte als die Gigas. 19.800? Ja. Ey, das Wüstenschiff bitte auf Geschwindigkeit, ja? War das dein Ernst gerade? Also ja, natürlich. Was willst du mit einem Diplodocus? Der kann eh nicht kämpfen. Das ist kein Diplodocus, das ist ein Apatosaurus. Ja, da kannst du, guck mal rauf, da kannst du trotzdem nicht kämpfen mit dem. Ja, aber was wollen wir denn sonst mit dem? Reittier? Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell das laufen kann. Ja, schätze mal die Diplos nicht. Diplodocus sind richtig schnell. Ja, aber. Oh. Es ist doch eher Bronto als Diplo, oder nicht? Nein, das ist mehr der Apatho ist mehr Diplo. Definitiv. Was, ja, wo ich bin, Lukas? Ich bin hier. Das ist meine Ansicht. Ich bin hier. Ich bin die ganze Zeit schwer beschäftigt. Aber mal jetzt nicht, oder? Hier an die Dino-Forscher unter uns. Ja, ein Apatosaurus ist doch eigentlich nur ein anderes Wort für Brontosaurus. Weil ich meine, Brontosaurus ist ja eigentlich überholt, das Wort. Und die Gattung heißt heutzutage Apatosaurus. Deshalb dachte ich, das wäre Bronto. Das sind Sauropoden und da gehört. Ja, das ist die Übergruppe, Meister. Ja, ich weiß nicht, was du wieder verstehst, Hiro. So, ich mach noch mal kurz die Schere fertig. Anni, du musst auch noch dran. Was? Ich muss auch noch? Oh Gott. Nee, vielleicht schaffe ich es noch. Kannst du mir die Haare rot färben? Ja, die hat Tiger leider kein Fell zum Abschneiden. Wo ist es hin? Da. Wie mache ich denn das? Einfach, irgendwie, wenn du die Haare schneidest, kannst du auch Farbe auswählen. Ey, du siehst so übel aus im Gesicht, ne? Der ist der Helm voll reingewachsen. Krass. Naja, der hat halt einen aufs Maul gekriegt. Jo. Cool. Wohin sollen die Rexhame? Einfach hier in so ein Bait-Ding rollen. Das ist aber für ein Wüstenschiff, das ist aber langsam. Der ist ja auch ein Bronto. Kein Bronto. Aber guck mal, hat ein Diplo-Sattel drauf. Also auf Wikipedia steht, das war ein Synonym für Bronto lange Zeit. Apatho. Ja, WZW. Aber nicht in dem Spiel. Guck dir das doch mal an, lauf doch mal mit ihm, dann siehst du das. Wir können ja einen Gruppenbild machen, das hat auf jeden Fall einen Diplo-Sattel. Da ist noch was übergeblieben. Gut, okay, ist ein Diplo hier im Spiel. Ne? Ich dachte, was gesagt. In Realität ist. In der Realität hast du recht, Apatho ist definitiv größer, ja. Aber kann man von dem Sattel aus schießen eigentlich? Ja, kann man eigentlich. Ja. Können wir alle zusammen dann mal irgendjemand überfallen. Nee, man kann nicht schießen. Was ist mit unserer Ziege los? Sie hat ja rote Flecken. Nee, geht nicht. Sie ist krank, ja, geht's dir gut? Unsere Ziege hat die Masern. Ab in die Ecke. Ich setz mich auch mal zum Abschluss auf das Also ich kann raus. Vom Dings schießen, also ich weiß nicht, was ihr macht. Also ich kann auch schießen vom Passagier. Wenn ihr dann alle mit drauf sitzt, können alle die Beifahrer sozusagen schießen. Und dann können wir mal ein Überfallkommando starten. Jawohl. Ach hier. Oh krass. Und das wird dann genauso kacke laufen wie bei Wildlands, ne, wenn einer links, einer rechts am Hubschrauber sitzt und der immer in die falsche Richtung fliegt. Ja, genau. Oh, Server's weg. Und damit endet Session 2 von Ark World. Wir haben unser erstes eigenes Rare Sighting in Form einer Schildkröte und auch das ein oder andere größere Tier, was uns hier hoffentlich gute Dienste leisten wird. Wir sind selbst sehr gespannt, was Session 3 bereithalten wird und hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei.